heute sehr gute Gespräche mit den Wirtschaftsreferenten aller Länder in Österreich geführt. Die Gastgeberrolle hat Tirol dankenswerterweise übernommen. Ich glaube, wir sind gerade in diesem Ambiente inhaltlich gut weitergekommen. Wir haben festgestellt, die wirtschaftliche Lage ist eigentlich nicht schlecht, aber dennoch die Stimmung nicht gut genug. Da haben wir hier eine Deklaration beschlossen, die vor allem den Unternehmern weniger Bürokratie bringen soll. Das beginnt bei der Gründung mit Nutzung der Möglichkeiten der Elektronik über Betriebsanlagengenehmigung und kommt auch vor bis zu Strafen, die nicht mehr kumulierend anfallen sollen. Entscheidend ist für mich, dass wir auch vom Bund die notwendige Unterstützung bekommen bei den verschiedensten Maßnahmen bis hin zum Ausbau des Breitbands, was ja essentiell ist, damit wir die Kommunikation auch in den Regionen herstellen können. Aber es ist auch notwendig, dass in anderen Themen, was Abbau der Bürokratie betrifft, dass man hier einen Schritt weiterkommt. Wenn wir natürlich als Wirtschaftsstandort weiterhin erfolgreich sein wollen, dann müssen wir schauen, dass wir keine schlechteren Rahmenbedingungen haben wie der Rest. Wir brauchen auch junge Unternehmen, wir brauchen auch Start-ups. Und diese Start-ups brauchen sehr oft Risikokapital. Und dieses Risikokapital kann man nicht verlangen, dass das mit Steuergeld abgedeckt wird, sondern wir suchen dafür privates Geld. Wir suchen Geld von anderen Unternehmen, die sagen, oh, die Idee gefällt mir, da investiere ich was. Aber die sagen natürlich auch, aber zumindest abschreiben muss ich es bis zu einem gewissen Teil können.